Пушку вверх поднимай. Abseits von Städten und Dörfern Raketenstellungen. Jede davon Teil des Luftverteidigungssystems des Warschauer Paktes. Lückenlos von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer. Nur multinational finanzierbar. Morgens 7.30 Uhr, Dienstappell. Für 30 Tage wird diese Raketenabteilung in das diensthabende System übernommen. Also 30 mal 24 Stunden Verantwortung für einen Abschnitt im Luftraum der DDR. Den Finger. Flugtag eines MiG-29-Geschwaders im Norden der DDR. Und 50 Flugzeuge gehören zu einem Geschwader, ein Regiment im nordwestlichen See. Noch niemals zuvor war ein ausländisches Fernsehteam auf diesem Flugplatz, sagte uns der Divisionskommandeur, ein General, der kurzerhand unseren Besuch zur Chefsache erwähnte. Und so präsentierten uns die Piloten voller Stolz das Glanzstück ihrer Luftstreitkräfte. Aber auch mit welchem Interesse gearbeitet wird. Das scheint nicht für uns inszeniert. Auf die Minute genau, jedoch ohne unnötige Hektik, werden die Flugzeuge zum Start gebracht. Auch das war früher ein gut gehütetes Geheimnis. Raketenbestückte Alarmmaschinen. Bereit, sofort zu starten. Und natürlich auch bereit, die Raketen abzuschießen. Die MiG-29 wird im Flugzeugwerk von Kuibyschew gebaut. Ein Flugzeug der fünften Generation, bestückt mit Computern, die es den Piloten ermöglichen, sich auf den möglichen Luftkampf zu konzentrieren. Aus der sowjetischen Presse erfuhren wir dieser Tage, dass die MiG-29-Produktion halbiert wurde, als Abrechnungsmaßnahme. Neben Flugzeugen werden nun Staubsauger und Küchenmaschinen hergestellt. Ob auf diese drastische Weise der Perestroika zu helfen ist, darf bezweifelt werden. Das Fliegen im Verband verlangt Koordination. Wer da glaubt, fast nichts sei schöner als Fliegen, der irrt. Fliegen ist Arbeit, sogar schwer.
Оп, вот на отметке. Побежали вперед. Вперед! Добить, захватить подмышки, оттащить в сторону, таким вот образом кинуть просто, ясно? Запрыгивать в машину. Кто? Ты, Хайлайн? Оттаскиваешь дерево. Будешь находиться с этой стороны. Вот, значит, сразу, как только они захватывают, ты подбираешь дерево, оттаскиваешь. Все сели. Лица запусти, пускай он его с машины и уводит. Илизар ведет оттуда, его выкидывает. А здесь Хайлайн. Еще раз закончим, и раз. Для работы, боевую штуку принять. Поехали. Положи, положи здесь. Положи. Отойди три шага назад. Вот это где? Да. Давай. Давай. Можешь кепи одеть? Давай. Да не надо. Да не надо, так. Вперед. Все. Тихо. Тихо. Все? Давай. Следующий. Я могу чуть. Все? Ва, отойди, ва. Все? Напряги. Чуть-чуть повыше. Ты назад, потом подбегаешь, встал. Давай. Поджигай.